Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hearts Medicine. Ich habe eben zum Üben, zum wieder warm werden, nochmal Level 43 gespielt. Da habe ich dann noch ein bisschen Gold bekommen, aber auch nicht wirklich viel. Die Prüfung war ja nichts beim letzten Mal. Mit den Prüfungen habe ich es irgendwie nicht so wirklich hier, Alter. Zwei Stück hier nicht geschafft. Hier schon eine nicht geschafft. Ach Gott, naja. Gehen wir in Level 44. Benutze nur ein Bett auf einmal. Das könnte interessant werden. Das wird wieder zu Stau führen. Naja. Du siehst also Gespenster. Was soll's? Was soll's? Ja, was ist denn schlimm daran? Jeder sieht manchmal Gespenster. Das liegt an unserer Arbeit. Schau mal, das hier ist Chelsea. Sie starb in meiner ersten Woche hier im Krankenhaus. Seitdem sind wir dicke Freunde. Und das hier ist Tim. Tim war zu Lebzeiten ein richtiger Rabauke, bis er sich mit mir angefreundet hat. Stimmt's, Tim? Aber mal im Ernst, mach dir deswegen keinen Kopf. Das Gehirn gaukelt einem seltsame Sachen vor, wenn man gestresst ist. Es ist doch nur Joe. Du könntest von viel schlimmeren Gestalten verfolgt werden. Da hast du wohl recht. Könnten wir heute Abend etwas miteinander unternehmen? Naja, mir fällt die Decke auf den Kopf. Tja, okay, dann denken wir uns für heute Abend etwas aus. Wir sehen uns nach der Arbeit. Ach, er ist ja schon nett, ne? Er versucht sie hier dauernd irgendwie aufzubauen und zu motivieren. Ja, da sind meine 50 Einkaufsgeld, die ich eben noch bekommen habe. Ja, kaufen können wir also nichts. Das ist schade. So, benutze nur ein Bett, also die da unten. Na, das fängt ja gut an. Sie will auch gleich aufs Bett. Ja, wunderbar. Dann gehen wir mal direkt zu ihr. Du kannst schon mal auf den Stuhl. Benutze nur. Oh, wir haben hier Stifte. Oh, okay. Ach, okay. Wieder ziehen. Dann möchtest du da rein. Du kannst da rein. So, bei dir wollen wir mal gucken, was in deinem Gehirn so los ist. Eine ganze Menge. Dann schauen wir bei ihr. Nur einer aufs Bett. Nur einer aufs Bett. Nur einer aufs Bett. Ich kassiere euch gerade mal. Gehe ich direkt zu ihr. Ach, du ahnst es nicht. Was? What the fuck ist hier los? Ja, du musst einen Moment warten. Du kannst jetzt hier auf das Bett. Du möchtest die Creme, die bringe ich dir und reiben, 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 reiben. Oh Gott. Ja, mit dem Reiben klappt nach wie vor überhaupt nicht. Du kannst hier oben hin. So, was kann ich für euch tun? Du möchtest das. Du möchtest hier von diesem blauen Zeug. Das hole ich dir. Für dich ist das Bett frei. Oh, Oliver, hab dich. So, dann gucken wir bei ihm. Nein, du kannst jetzt noch nicht aufs Bett. Er muss erst hier weg. So, jetzt kannst du nachrücken. So, ich hole die Kopfhörer für den jungen Mann. Du kannst hier oben hin. Blaue Flüssigkeit für ihn. Sie habe ich völlig vergessen. Das ist schlecht. Ach, Jemine. Sie habe ich total vergessen. Das ist mir und kassieren sollte ich vielleicht auch mal zwischendurch. So ein bisschen. So, jetzt träum hier nicht. Schau mal bei ihr bitte, was sie hat. Okay. Einmal ins MRT. Gehirn, Gehirn, Gehirn. Okay. Kein Problem. Du kannst hier auf die Liege. Wenn sie jetzt rauskommt, kassiere ich den da mal ab gleich. Aber erst versuche ich ihre Knochen zusammenzuflicken. Kommst du noch hier mit an die Kasse? Geh mal ein bisschen schneller, danke. So, du kannst hier oben hin. Und dann schauen wir auch direkt bei dir. Eine schnelle Behandlung. Du möchtest hier auf die Liege, kein Problem. Noch ist ja eine frei. So, du hier auf den Stuhl, dann schauen wir bei ihm. Er möchte ein Röntgenbild, soll er bekommen? So, Lady, was kann ich für dich tun? Du kannst direkt hier zu mir kommen. Ich stehe hier gerade so günstig und du möchtest orangene Flüssigkeit sollst du bekommen. Und dann nochmal ins MRT. Du auf die Liege, für dich die Kopfhörer, für dich die Creme. Komm, Allison, lauf ein bisschen schneller. So, ins MRT mit dir, euch kassiere ich. Du kommst hier oben, ich fange schon an zu stottern.
Kopfhörer für die Dame und bei ihr sollen wir irgendwas anmalen. Ich habe keine Ahnung, aber das hat auf jeden Fall geklappt. So, du kannst hier hin. Euch werde ich mal schnell entlassen. Dann gucken wir bei dir. Den Kopf und die Füße. Okay. So, du auf den Stuhl. Okay, das klappt so einigermaßen leidlich hier. So, für dich ist hier das Bett frei. Nein, jetzt tut's mir leid, du musst warten. Ich muss erst bei ihm schauen. Das Bett ist besetzt. Er ist MRT. Du hier runter zu mir. Oh, oh, oh. Jetzt wird es schon wieder eng hier. Ich nehme mal das Nackenhörnchen für ihn. Ja, nun krümmt euch doch hier nicht vor Schmerz. Es ist, wird doch alles gut. Ja, okay. Die wollen beide... Die wollen beide, dass ich sie, Alter, anmale. Komm hier hin, Allison. Nicht träumen. So, ja. Für euch, das klappt jetzt nicht. Du musst jetzt leider warten, Lady. Warum habe ich Princess nicht hier? Die hätte sie mal ein bisschen aufheitern können. Oh, immer diese blöden Knochen, ey. Das ist so übel, finde ich. Ernst, MRT. Ich habe schon wieder jetzt den Anschluss gerade verloren. Euch kassiere ich mal. Hier. Okay, dann zu ihm. Du musst noch einen Moment dich da bitte gedulden. Und du kannst dich hier auf den Stuhl. Du kommst mal zu mir hier rüber. Kannst ein bisschen schneller gehen vielleicht. Finger. Okay, er möchte orange. Soll er bekommen. Du kannst hier auf den Stuhl. So, dann bekommst du das ganz schnell. Du kannst hier hinrücken. Oh Gott, ey, du kommst darüber. Euch kassiere ich. Ich gucke jetzt erst bei ihr ganz schnell. Dann hole ich den Stift und gehe zu ihm. So, ziehen, ziehen. Oh, Schicht ist beendet. Hurra. So, du kannst hier rüber. Nackenhörnchen für die Lady und dann schnell zu ihr noch. Allison, so lange dauert das mit dem Nackenhörnchen doch nicht. Also jetzt mal wirklich. So, haben wir die auch. Was ist mit ihr? Okay, seid ihr fertig? Alles klar, alle Herzen noch da. Wunderbar und tschüss. Oh, und nicht die 3 Sterne geschafft. Aber immerhin, immerhin die Prüfung. Das ist ja schon mal etwas. Oh Mann, ey. Och nee, neues Minispiel schon wieder. Ultraschall. Nutze Ultraschalltechnologie, um Blutgerinnsel zu entfernen. In der oberen linken Ecke siehst du die Anzahl der vorhandenen Blutgerinnsel. Ach da. Okay. Bist du bereit für ein Abenteuer? Absolut. Was hast du denn für uns geplant? Nun ja, in der Spätvorstellung läuft eine romantische Komödie und dann wäre da noch der nächtliche Bauernmarkt. Echt? Du klingst nicht gerade begeistert. Ich habe gehört, dass die Monster Trucks in der Stadt sind. Und dann ist im Stadion die, die Lucha Libre Weltmeisterschaft. Mach so weiter und ich heirate dich noch vom Fleck weg. Der Letzte im Auto bezahlt die Hotdogs. Also entweder will sie ihm jetzt einfach gefallen oder sie mag diesen Kram wirklich. Wäre ja möglich. So, rate mal, wer da ist. Ja, Level 45 ist da. Führe einen Scan durch. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich war erst um 3 Uhr morgens zu Hause. Um 3. Er hat mir sogar eine Luchador-Maske gekauft. Nun, Connor ist Single, du bist Single. Klingt wie Schicksal für mich. Es ist schön, dass du wieder ein wenig Spaß hast, meine Liebe. Nein, nein, nein. Ich habe deinen Vater gerettet. Dein Vater? Du kannst nicht hier sein. Bitte sag mir, dass es deinem Vater gut geht. Ich bin hier. Außer einigen blauen Flecken von den Infusionsnadeln geht's mir ganz klasse. Die Leute erzählen überall, dass ich sehr zärtliche Hände habe. Okay. Ich brauche nur noch einen letzten Scan und dann habe ich einen Persilschein. Das ist toll. Ich habe mir wirklich ein wenig Sorgen gemacht.
Wir brauchen noch ein wenig Kontrastmittel. Also ich habe jetzt von dem Gespräch eben nichts gerafft, so richtig, ganz ehrlich. Oh nee, wir haben eine dritte Liege. Ehrlich? Okay, ich kann sonst nichts Interessantes kaufen. Außer den Liegen. Okay, ich nehme mal die hier oben. So, und er möchte Kontrastmittel jetzt wahrscheinlich bekommen. Aha. Führe einen Scan bei Mr. Escher durch. Okay, dann kannst du schon mal hier rüber und du kannst schon mal hier oben hin. Ich guck bei dir. So, du möchtest eingerieben werden. Das machen wir. So, du kannst jetzt hier unten hin, du da oben hin. Ich gucke nicht bei Mr. Escher. Warum hat das jetzt nicht Ach Gott. Dieser Patient hat Blutgerinnsel, die entfernt werden müssen. Nimm diesen Griff und suche nach kleinen roten Flecken. Okay, alles klar. Ach du Scheiße, kann ich da nur sagen. So, Kopfhörer. Da ist Oliver, den habe ich gefunden. Wunderbar, hier. Geh mal bei Mr. Escher gucken, dann holst du sein Bild. So, ihr könnt jetzt mal an der Kasse warten. Ich muss mal hier bei Mr. Escher und so. So, du kannst schon mal hier hochkommen. Gott, dir geht's aber auch schlecht, oder? Meine Fresse. So, ziehen und ziehen. Alles klar, dann kannst du hier rüber. Du kannst dahin. Bei ihm sollen wir das Gehirn untersuchen. Okay. So, bei dir brauchen wir eine Behandlung. Ich muss mal hier gerade kassieren, sonst staut sich da gleich alles. So, können wir mal gerade noch zu Mr. Escher? Nur so ein Momentchen. Ach, richtig, Zeit ist nicht hier, um nach ihm zu schauen. Das muss ich ja mal sagen. So, okay, so, du. Na, ich hatte ihn schon angeklickt, hier den jungen Mann. So, ich gehe jetzt trotzdem zu Mr. Escher. So, dann hole ich das. Spritze das. Spritze sie und er. Ach, die verlieren schon Herzen. Das ist echt doof ein bisschen. Alle wollen sie hier auf die Liege. So, okay, dann komm hier rüber. Dann gehst du zu ihm. So, zack, zack. Dann gehst du zu ihr. Dann gehe ich bei Mr. Escher auf jeden Fall gucken. Du kannst hier ins MRT. Möchtest die Stöppel, die gebe ich dir. So, und bevor ihr jetzt alle Herzen verliert, werde ich euch abkassieren. Du kommst schon mal hier oben hin, du kommst hier hin. So, du möchtest auch ein Röntgenbild. Ich möchte zu Mr. Escher. Und du kannst hier rüber. Eben hat irgendwie hier... Irgendwas hat der Computer gerade gemacht. Es hat ein bisschen gehangen. So, ihr habt goldene Herzen. Ihr könnt auf jeden Fall warten. Ich gehe nochmal da zu ihm. Du kommst dahin. Ach nein, du wolltest nicht auf den Stuhl. Du wolltest hier rüber, ne? Kopfhörer für den jungen Mann. Dann schaue ich bei ihm. Du kannst hier auf den Stuhl. Ach so. Okay, da waren drei auf einmal. Das ist sehr nett. So, für dich die Spritze. So, Mr. Escher ist behandelt. Das ist schön. So, ihr könnt hier alle auf die Liegen bitte kommen. Ich gucke bei dir. Und Lisa, Lisa war ihr Name, ne? Sie wartet da ganz tapfer. Komm, reib das. So, du dahin, du da oben hin. So, was möchtest du? Möchtest, dass ich dein Gehirn mir anschaue? Das werde ich tun. Ach ja, alles klar. Du brauchst einmal hier, damit malen wir dich jetzt mal fröhlich an. Zack, zack. Alles klar, dann kannst du auffüllen. Auffüllen. Aufrücken, wollte ich sagen. Du kannst aufrücken, Fräulein. So, du kannst hierhin, du kannst dahin. So, wir gucken bei dir. Du ins MRT. Du hast wieder irgendwie Blutgerinnsel. Einer. Alles klar, das hat ganz gut geklappt. So, kümmern wir uns um dein Gehirn hier oben. Okay. Kommst du noch zur Kasse, mein Freund? Ja, kommst du. Dann kann ich hier wenigstens noch eine Kombo machen. Du kommst da hoch. Du kommst daneben. Ich hole schon mal das blaue Zeug für ihn. Was möchtest du? Das rote Zeug. Alles klar.
kein Problem für mich. So, du nochmal hier auf die Liege bitte. Und dann machen wir eine wilde Untersuchung. Nein, machen wir nicht. Wir suchen wieder Knochen. Oh Gott. Ja, diese Knochensucherei, die macht mich auch ganz wirsch. Muss ich ja mal sagen. So, einmal hier für dich. Euch kassiere ich schon mal ab, bevor du mir jetzt ein Herz verlierst. Und du kannst hier auf die Liege, du hier auf den Stuhl. Röntgenbild für dich. Dann hole ich die Creme für dich. Aber ich bin ja schon mal froh, dass wir Oliver gefunden haben. Das ist doch schon mal viel wert. Du kannst hier hin. Warum hast du keine goldenen Herzen, du Spielverderber? Okay. Oh wei. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber die Grinsel waren ja auch gut verteilt. So. Ach, er will noch ins MRT. Ja, komm her. Du mal schnell hier kassieren, bitte, Fräulein. So, er möchte ein Nackenhörnchen und sie möchte einmal angemalt werden. Das werde ich ja hinkriegen. So, du kommst noch hier rüber. Schaffen wir das noch hier mit dir, bevor bei ihr das Herz hier abläuft? Ja, ich glaube schon. So, okay, mein Freund, geht zur Kasse. Ich schmeiße euch alle raus. Dankeschön für euren Besuch. Wiedersehen, Wiedersehen, Tschüssikowski. Gerade so. Gerade so 3 Sterne. Aber hey, Oliver gefunden, Prüfung bestanden. Wunderbar. Das kann einfach nicht stimmen. Ach je, was hat sie denn jetzt bei ihm entdeckt? Das sieht nicht gut aus. Und was auch nicht gut aussieht, ist, dass wir hier eine neue Prüfung haben. Oh nein! Hilf Emily in der Krankenhauskantine. Warum denn? Warum denn? Ja, 20 neue... Oh Gott, wir haben Waffeln. Sehe ich das richtig? Ich sehe das richtig. Okay, du dahin, die Waffel schon mal raus. Okay, das haben wir getestet. Ja, was für ein Zufall, dass sie eine Waffel möchte. Ach du Scheiße. Ja, kannst du gleich nachmachen, die Waffeln, ey. So, hol mal die Waffel raus. Und was möchte er? Das, das, das? Ist das richtig? Oh Gott. So, er möchte... Ich weiß gar nicht mehr, wo das Zeug hier steht. Nein, er wollte das doch. Und ein Törtchen für sie. Ja, setz dich doch hier hin, Mädchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie möchte... Ich weiß nicht, wo das ganze Krams hier liegt, ey. Oh Gott. Das für sie? Ja, komm doch näher, Lady. Nicht so schüchtern. Ich kassiere euch schon mal. So, dann bekommst du das. Ruth, bist auch wieder da. Freut mich. Du bekommst das. Ruth möchte hier einmal mit allem, wenn ich das richtig sehe. So, Allison, du kannst hier hinkommen. Die Lady da an der Kasse wartet bitte einen Moment. So, ein Törtchen für Allison. Schnelle Behandlung. Total schnelle Behandlung in der Kantine. La Cantina, ach Gott. Muss das sein, dass du unbedingt Kaffee möchtest? Das Törtchen nehme ich mit. Ja, du kriegst ja deinen Kaffee. Jenny, komm hier runter. So, du möchtest... Oh Gott, warum will ich jetzt einen Tee, ey? Ich hab Jenny. Weißt du, eigentlich konnte ich dich total gut leiden. Hier, nimm den Keks noch für Jenny, bitte. Allison, sei doch nicht so verfressen. So, ein Törtchen, Törtchen für Allison. Ach, ich hätte noch eine Waffel gehabt. Das ist ja blöd. Jenny, nee, du bist nicht Jenny. Aber es ist nicht schlimm. Hier, du wartest bitte. Euch schmeiße ich alle raus. Ja, ach, Connor. Komm doch bitte selber hier unten hin. Echt? Ist mit dir. So, das, das, Tomaten, das für sie. Er will einen Kaffee. Also, die Kantine ist der Horror hier. So, Kaffee für ihn. Ja, verliert doch alle Herzen, ihr Säcke, ey. Hat ja auch recht.
So, dann nehmen wir ihm das hier mit. Und da hätte ich gleich den Kuchen für sie mitnehmen können, wenn ich gewartet hätte. Aber die lassen mich ja hier auch nicht warten. Ich habe noch eine Waffel am Start. Das ist nicht schlecht. Hotdog. So, Ruth, du kannst hier runterkommen, bitte. Ruth möchte einmal mit allem hier. So, bitteschön. Da hier, nimm hin das. Du kommst hier hin. Ein Törtchen für da oben. Und ich gehe hier mal kassieren. Oh Gott, ey. Ich hasse die Kantine, wirklich. So, einmal Kaffee für die Lady. Du kannst bitte hier runterkommen. Und sie möchte sich noch setzen. Dann kommst du bitte hier hin. Für dich Zitronenlimo. Hier ein Törtchen, die Waffel für die Omi und abkassieren. So, du kannst hier hinkommen, mein Freund. Und du möchtest das Ding hier haben, alles klar. So, du kommst hier runter und möchtest einen Cookie. Du bist aber zurückhaltend, hör mal. Ich habe hier so leckere Sachen. So, ein Süppchen für Jenny. Da brauchst du gar nicht auf die Uhr gucken, Fräulein. Ich mach so gut ich kann. Hier, Connor leistet dir Gesellschaft, verfressenes Biest. Ich koch mal hier, ich koch mal vor allen Dingen gerade eine Waffel. Ich glaube, das war nicht so gut, weil Connor schon wieder einen Kaffee möchte. Wir bringen ihm mal schnell den Kaffee. Connor ist ausgesprochen ungeduldig, finde ich. So, wir machen einmal Tee, wir machen einmal Kaffee. Einmal, zweimal. So, das für dich, das für dich. Du kannst hier runter. Jenny möchte noch mal eine Runde zu Connor. Ich kassiere euch mal. So, das für dich. Das für Jenny. Ich habe das doch angeklickt. Nimm das doch bitte, Allison. Warum denn nicht? Doch, er will das aber. Enthalte ihm doch die Chips nicht vor. Ach, ich muss auffüllen. So, eine Waffel für dich. Und ein Törtchen für Allison. Euch kassiere ich. Du kannst hier nachrücken. Okay, wir haben immerhin den ersten Stern. Du möchtest hier so ein Cookie. Du kannst hier zu mir kommen, bitte. Und möchtest irgendwie hier so ein Wasserdings. Ich fülle mal nach. So, Törtchen für Allison. Und du möchtest irgendwie, was ist das? Gulaschsuppe oder so? Egal, was es ist, ich geb's dir. Ich geb's dir, ich mach's dir. Alles kein Problem. So, Keks für den jungen Mann. Du kannst hier runterkommen. Und du möchtest eine Waffel. Okay. Sollst du kriegen. Du kommst nochmal hier in den Tresen. Warum schüttelst du denn mit dem Kopf, Allison? Gib ihm doch die blöde Waffel, bitte. Warum machst du sowas? Mach doch sowas nicht mit mir, echt? Mann, 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 Mann. Ja, okay. Aber hey, zweieinhalb. Zweieinhalb Sterne. Oh, weia. Naja, geschafft irgendwie. So, was haben wir? Level 46. Ach du Scheiße, was? Nimm kein Objekt zweimal hintereinander. Warum? Warum tut ihr das? Was ist denn los? Geht es meinem Papa gut? Allison! Keine Sorge, Lisa, das ist bestimmt nur ein Gerätefehler. Passiert öfters. Wir machen einfach einen neuen Scan. Wo ist eigentlich der Mann mit den Lutschern? Kannst du ihn holen? Wenn das nur möglich wäre. Ich habe zufällig einen seiner Lutscher in meinem Kittel. Schau mal. Kann ich mir was... Ja, ich kann mir gerade hier das MRT noch leisten. Oder die Liege. Ich nehme das MRT. Es ist auf jeden Fall schneller. Okay. Nimm kein Ding hintereinander. Habe ich verstanden. Aber ob das klappt, ist die Frage. Werde ich mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren möchten. So, die Creme. Wir merken uns die Creme zum Reiben. So, du kannst in den Stuhl. Die hat die Creme, jetzt nehme ich Kopfhörer. Blaue Flüssigkeit. Blaue Flüssigkeit. Blaue Flüssigkeit. Blaue Flüssigkeit.
Die kann ich jetzt nicht nehmen. Ich habe Oliver gehört, der ist da. Warte mal, dann nehme ich das. Okay. So, blaue Flüssigkeit für ihn. So, blaue Flüssigkeit. Du kannst mal weg da. Oh nein. Wie gemein ist das denn? Blaue Flüssigkeit. Ist das letzte? So, du kannst hier runter. Ich guck mal bei dir. Blaue Flüssigkeit. Blaue Flüssigkeit. Ich werde das jetzt die ganze Zeit wiederholen. Blaue Flüssigkeit. So, du kannst mal hier vom Tablett. So, warte mal. Du möchtest ins MRT. Du da hoch. Blaue Flüssigkeit. Kopfhörer. Röntgenbild. Röntgenbild. Röntgenbild, 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 Röntgenbild. Röntgenbild. So, schnelle Behandlung für dich. Röntgenbild. So, du kannst hier auf die Liege. Ich hole die Creme. Die Creme für dich. Creme. La Crema. La Crema. Du kannst da hoch. Creme. So, die Kopfhörer. Rosa Flüssigkeit. Rosa Flüssigkeit für ihn. Rosa Flüssigkeit für ihn. Ja, und dann nehme ich jetzt erstmal den Stift hier wieder. Rosa Flüssigkeit für sie. Dann gehe ich zu ihm. Rosa Flüssigkeit, richtig? Ich glaube. Rosa Flüssigkeit war es, meine ich. Rosa Flüssigkeit. Rosa Flüssigkeit. Rosa, rosa Flüssigkeit. Jetzt nehmen wir die orangene. Orange. Orange, orange, orange. Orange, orange, orange. La 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 la. Und die Creme für ihn. Creme für ihn. Ich mache mal den Stift da unten raus. Creme. Mal kassieren. Die Creme. So, bei dir gucken wir nach dem Gehirn. Creme, Creme, Creme. Alles klar. Für dich. Orange, orange. Orange, 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 orange. Was möchtest du? Du möchtest den roten Stift. Roter, achso, nach oben hier. Roter Stift. Roter Stift, roter Stift, roter Stift. Roter Stift, roter Stift. Roter Stift. Du möchtest einfach mal Daumen hoch, das mache ich, kein Problem. Kassiere ich euch. Roter Stift, ihr Lieben. So, was möchtest du? Bei dir stimmt am Gehirn mal wieder was nicht. Kein Problem, roter Stift. Roter Stift. Ja, er möchte den roten Stift. Dann nehme ich erstmal den blauen. Roter Stift, okay. Immer noch, ach, immer noch roter Stift. Ich guck mal hier bei dir. Roter Stift, roter Stift, roter Stift, roter Stift. Na, komm. Roter Stift, roter... Nein, blauen Stift nehmen. Ach, das ist immer... Ja. So, das war jetzt wieder der rote Stift, ne? Ah, ja, 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 ja. So, bei dir? Roter Stift. Roter Stift, roter Stift, roter Stift. So, du kannst mir hier runterkommen. Du gehst da oben auf die Liege. Roter Stift. Okay, dann nehmen wir jetzt die Creme. Creme, 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 Creme. So, für dich ein Röntgenbild. Röntgenbild, Röntgenbild, Röntgenbild. Röntgenbild. So, Röntgenbild. Okay, so, du kannst hier rüber. Wir merken uns das Röntgenbild und jetzt merken wir uns die Creme. Okay, Creme, du hier hin, du zu mir. Röntgenbild. 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 So, du kannst hierher kommen zu mich.
Röntgenbild. Du hast nur eine Behandlung. Ach nee, du willst noch ins MRT. Gut, dann kassiere ich hier. Röntgenbild. So, Nackenhörnchen. Roter Stift. Roter Stift, roter Stift, roter Stift. So, du kommst hier rüber zu mir. Was möchtest du? Roter Stift. Roter Stift. Ach, da kommt noch einer. Schade, schade, schade. Roter Stift. Du möchtest dein Röntgenbild. Und was möchtest du? So, Röntgenbild war das letzte. Deswegen nehme ich jetzt den blauen Stift und dann nehme ich das Röntgenbild. Alles klar. Jawohl, super. Das hat ganz gut geklappt. Bisschen konzentrieren. Wir sind ja kurz drüber hier, aber das macht ja nichts. Oliver haben wir gefunden. Prüfung haben wir geschafft. Wunderbar. Es war ein langer Tag. Du solltest besser nach Hause gehen. Wir erhalten die Ergebnisse erst morgen. Du lügst aber auch schlecht, Mädchen, ne? Eben hast du die Ergebnisse auch gleich, ne? Das verstehe ich nicht. Also irgendwas ist mit Mr. Escher gar nicht in Ordnung. Nein, das muss an der Maschine liegen. All seine Organe sind befallen. Der Mann müsste längst tot sein, James. Das muss ein Fehler sein. Was habt ihr denn alle? Robin, wir brauchen ein zweites Gutachten. Na, zeig mal her. Das ist kein Fehler. Das ist lebensbedrohlich. Scheiße, was hat der denn jetzt? Ich dachte, er ist gesund. Also ich hoffe, wir erfahren das in der nächsten Folge, ihr Lieben. Dann steht auch Level 47 an, prüfe die Röntgenaufnahmen, erziele mindestens 12 Herzen im Röntgenspiel. Aha. Okay, machen wir beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und dann hoffe ich, seid ihr wieder mit dabei und bis dahin, eure Trin.